Das geht. Und herzlich willkommen hier zum neuesten Video auf meinem kleinen schönen Kanälchen. Heute machen wir was ganz Besonderes, und zwar hat der liebe Rezo letztens Geburtstags gehabt. Geburtstag. Ja, dazu hat der werte Herr auch letztens die 1 Million Follower auf TikTok und auf Instagram geknackt. Und ich dachte mir so, ey, ich brauche noch ein Geburtstagsgeschenk und ich wollte ihm nicht einfach einen 50 Euro Amazon-Gutschein schenken. Ist ja auch wack. Und zwar habe ich gedacht, ey, ich könnte dem Jungen doch einfach mal auch für die anderen Plattformen neben YouTube mal einen Playbutton bauen für die erreichten Meilensteine. Deswegen dachte ich, bastle ich ihm noch mal ein Geburtstagsgeschenk, so wie man es früher gemacht hat für seine Eltern. Der Vergleich kommt jetzt sehr komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Fühle ich mich unterbewusst als dein Vater? Auszeichnung etc. finde jeder geil. Und damit wäre Rezo auch der Einzige, der so einen Playbutton für Instagram und für TikTok besitzt. Weil gibt ja sonst keine. Und dafür war ich vorhin mit meiner Mitbewohnerin Aileen einkaufen in irgendwelchen Ramschläden, haben uns irgendeinen komischen Stuff einfach aus den Läden zusammengezogen. Das ist auch alles in dieser Tüte hier drin. Und hiermit bauen wir jetzt irgendwie einen Playbutton. Kein Plan, ob das funktioniert, aber naja, gucken wir mal, ne? So, fangen wir erstmal mit dem TikTok-Playbutton an, weil der ist ein Ticken leichter noch. Auf jeden Fall habe ich dafür einen schwarzen Bilderrahmen. Okay, kurze Anleitung, wie ich mir das Ganze gedacht habe. Dieses Bild, was hier drin ist, kommt natürlich erstmal raus. Dafür kommt diese graue Pappe hier rein. Hier in die Mitte ein TikTok-Logo. Dazu kommt mit diesen Buchstaben hier einmal fett Rezo hin. Und darunter kommt 1 Million. Dazu werden alle Buchstaben auch schön mit der schwarzen Farbe angesprüht. Und vor allem wird hinter das Logo noch mit diesem Rotton und mit diesem Türkiston noch ein bisschen das Logo, ich sag, ein bisschen hübscher gemacht. Außerdem, und das hat kein Playbutton der Welt, kommen in die Seite noch so LED-Stripes rein. Ich weiß nicht, ob man es rallt. In meinem Kopf macht das gerade sehr Sinn. Ich probiere einfach mal. Probiere ich jetzt aus diesem Stück Kork hier ein TikTok-Logo zu schnitzen? Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist eigentlich machbar, ne? Wird schon irgendwie. Oha! Mein Fingerlein hat mir gerade mein Leben gerettet. So, Logo ist geschnitzt. Jetzt heißt es ganz kurz einmal ansprühen. Das ist jetzt auf jeden Fall schwarz. So, und wo wir schon beim Ansprühen sind, können wir direkt auch mal Buchstaben R-E-Z-O ansprühen. Alles angesprüht und der Bums muss jetzt erstmal trocknen. Ich mache jetzt aber schon mal weiter mit den LED-Stripes im Bilderraum. So, von wo bis wo geht denn das überhaupt hier? Ich habe auch nichts ausgemessen. Aber doch, macht voll Sinn, hä? Voll gut. Ach, hier kommt jetzt einfach ein blaues Licht rein und hier einfach ein rotes. Okay. Das hat ja schon mal erstaunlich gut funktioniert. Ich bin verwirrt. Oha. Einmal ganz kurz Real Talk. Ey, es sieht eigentlich schon geil aus, finde ich. Doch, das mag ich. So, ich wollte jetzt noch mit roter und mit türkiser Farbe quasi wie so eine Art Schattierung drum machen. Werdet ihr sehen, wenn es fertig ist. Ich glaube. Halt dein Maul. Ich glaube, das ist gut geworden. Ey, komm, für First Try geht es fit. Und dann kommt ja noch das Logo hier in der Mitte. Ey, das geht fit, finde ich. Geil, Alter, geil. So, dann klebe ich jetzt auch schon mal Logo in die Mitte, ne? Ah, meine Hand klebt fest. Ah, oh, der. Nein. Ich krieg meine Finger nicht auseinander. Ah, oh, aua, aua, aua. Und das Ding klebt auch noch schief. Naja, kann man nichts mehr machen. Doch. Ist auch alles voll mit diesem Klebzeug. Es ist so nervig, ne? Es gibt nichts Nervigeres, als irgendwo langläuft und andauernd diese Scheiße unter seinen Socken hat, Alter. Gibt nichts Nervigeres. Wir machen jetzt aber mit dem Namen weiter, weil es mit dem Kleben halt so gut funktioniert hat, ne? Abfahrt. Nein. Toll. Alter, meine komplette Haut ist voll mit Sekundenkleber. Das ist nicht so gut. Aber ey, wir sind fast fertig. Dann ballern wir mal hier einfach da rein. Hält das überhaupt? Passt das überhaupt? Keine Ahnung. Oha, es passt einfach. Ja, moin. Nice. So, ich mach mal ganz kurz Licht aus, damit man es besser sehen kann. Jungs und Mädels, ich präsentiere euch jetzt den ersten TikTok-Play-Button, den es so weltweit gibt. Und er sieht so aus. Ja, okay. Ey, all in all finde ich ihn echt cool. Problem ist nur, das Logo in der Mitte, das ist halt echt scheiße geworden. Alles ist geil, nur das sieht kacke aus. Shit. Aber ey, ich finde es trotzdem voll cool. So, den stelle ich jetzt mal hier hin. Weil wir machen jetzt weiter mit dem Instagram-Button. Skusu-Tite, das ist ein Schnitt hier. Im Grunde habe ich dasselbe beim Instagram-Play-Button nochmal genauso gemacht wie beim TikTok-Play-Button. Deswegen erspare ich euch das jetzt mal, dass ihr das nochmal exakt so ansehen müsst. Und gebe euch einfach ein Supercut von allen sehen. Keine Ahnung, werdet ihr sehen, was ich da schneide. Vielleicht schneide ich auch random den Giraffe rein. Keine Ahnung. Let's go. Okay.
Ah! Oh mein Gott, mein Fingernagel hat mich schon wieder gerettet. Ah! Oh, damn. Aber scheiß drauf. Ach, das ist rund. Ah! Oh, fuck. Könnte gut aussehen. Bäh, es ist nicht perfekt. Aber ey, welcher Mensch ist schon perfekt? Niemand, von daher müssen die Dinge auch nicht perfekt sein, ne? Ja. Zum Mittel, zur Till, zum Sack. Genau. Enthält. Au, 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 Krampf, Fluch, au, shit. Und ich dachte mir einfach mal, ich schreibe drauf, nice cock. Und dann Rezo. N-I-C-E. Ich bin unüberhörbar, unbelehrbar und unverschämt gut aussehend. Kennt ihr das? Ich packe die Buchstaben hier hin und ich weiß, die werden halt bestimmt 4 Wochen liegen. Aber naja, passiert. Also wer da kein Like da lässt, ist aber nur dumm. Genau, habt ihr gehört, Chat? Wer da kein Like lässt, da, was? Dumm. Wer da kein Like da lässt, dumm. Oh, oh. So, und dann gucken wir uns das mal an, wie der erste 1 Million Follower Playbutton von Instagram aussieht. Tschüss, Alter. Das finde ich nicer, als ich dachte. Nice. Hey, aber Real Talk. Es hat mich einfach abgeholt. Ich weiß, Mädels und Jungs, ist nicht perfekt geworden. Aber Real Talk, ich finde, für jetzt mal kurz hingerotzt, geht es beides eigentlich fit so. Nicht? Doch, oder? Nö. Diese beiden Sachen hier überreichen wir jetzt Rezo zusammen Geburtstag. Seine Reaktion seht ihr jetzt. Okay, Augen sind zu. Ey, ich bin so gespannt. Du magst ja so Zahlen und so und Preise mag auch jeder. Ja, darf ich jetzt deswegen auch? Deswegen dachte ich mir, bekommst du den ersten universellen Playbutton für TikTok und für Instagram. Ja! Oh, wie cool! Alter! Stimmt, die gibt's hier gar nicht. Ja. Alter. Oh. Bitte sehr. Süße Maus. Dankeschön. Hä, wie cool. Oh. Und hier steht sogar ein nice Cock drauf. Ja. Weil ich einen nicen Cock habe. Richtig, genau. Ja. Wie wir alle wissen. Jetzt bist du der Erste, der sowas hat. Ja, soll ich dich hier ins Office aufhängen oder soll ich dich zu Hause aufhängen? Kannst doch im Office lassen, zu Hause hast du ja genug Preise schon. Das ist die Qual. Ja, true. Ich hab's schon schwer. Hallo, kleine Mausi. Hallo. Komm. Thank you. Ey, finde ich sau cool. Ich hab einen nice Cock. Ey, und jetzt alle das Video liken, gebt einen Daumen nach oben, das ist wichtig, weil der liebe TJ und? Daumen nach oben verdient hat. Macht euch einen zweiten Account, alles nochmal liken, weil... Grund. Weil dann habt ihr einen nice Cock. Perfekt. 3J ist eh komplett krank im Kopf.